liebe Studierende, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Gäste, es freut mich, dass Sie alle hier sind zu unserem letzten Vortrag in der Reihe 100 Jahre Zimmerwald im Kontext. Die Revolution geht durch die Schweiz, haben wir diese Reihe ja dieses Jahr genannt. Wir haben jetzt 5 Vorträge gehabt, die uns unterschiedliche Aspekte der russisch-schweizerischen Begegnungen eröffnet haben, eben von der gegenseitigen Wahrnehmung der russischen und Schweizer Sozialisten zu Beginn vor allem des 20. Jahrhunderts, den Aktivitäten, Schwierigkeiten und auch Zerwürfnissen einzelner Gruppen, wie etwa der jüdischen Bundisten, zu den individuellen Beziehungen, gerade so im Universitätsumfeld zwischen Russinnen und Schweizern, bis hin zu den russischen internierten Soldaten während des Ersten Weltkriegs. Wir haben das Schwergewicht dabei vor allem auf den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts gelegt, also auf den Jahren bis hin zum Krieg und auch etwas auf der Zeit unmittelbar nach der Revolution, jener Zeit, also als, das ist in mehreren Vorträgen auch deutlich geworden, für viele eigentlich noch offen war, ob, wie lange sich dieses neue Regime halten würde können, eine Periode, also auch wo Legitimitätsansprüche konkurrierten, wo verschiedene Institutionen präsent waren. Die Nachwehen der Revolution, das haben wir dann bei Peter Kollmer gesehen, eben führten zu längeren Jahren zum Unterbruch offizieller diplomatischer Beziehungen. Umso intensiver waren aber natürlich die Hoffnungen und eben teils auch die Beziehungen, die die überzeugten Schweizer Sozialisten mit dem Aufstieg des neuen Regimes, mit der Revolution verbanden. Und diese Aspekte, die Verflechtung und Beziehungen der Schweiz und der jungen Sowjetunion nach Zimmerwald, nach der Revolution, das wird Brigitte Studer heute für uns beleuchten, den Zeithorizont ausdehnen, in den Stalinismus hinein, in die folgenden Jahre der Konsolidierung des neuen Regimes in der Sowjetunion und damit eben einerseits einen Ausblick machen und einen Schlusspunkt in unserer Reihe setzen. Ja, ich muss Brigitte Studer eigentlich, glaube ich, nicht groß vorstellen, tue es aber natürlich jetzt trotzdem. Sie ist seit 1997 Ordinaria für Schweizer und neueste allgemeine Geschichte an der Universität Bern und als solche Ihnen natürlich bekannt. Dazwischen war sie immer mal wieder kurz abwesend als Gastprofessorin, unter anderem in Paris, Glasgow, Wien und in den USA. Sie ist Stiftungsrätin und Vertreterin im wissenschaftlichen Beirat zahlreicher Institutionen gewesen, unter anderem beim SNF und in zahlreichen Zeitschriften und Reihen im Beirat, etwa in den Jahrbüchern für Kommunismusforschung oder 20th Century Communism. Und sie ist seit 2011 auch Direktorin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung der Universität Bern, des IZFG. Ihre Arbeitsschwerpunkte, das sehen Sie schon, eben neben der erwähnten Geschlechtergeschichte und der Kommunismusforschung, sind im weitesten Sinne eigentlich die Felder, wo sich das Politische und das Soziale kreuzen, also die sozialen Bewegungen, die Sozialgeschichte des Staates und die Geschichte des Sozialstaates, der Sozialpolitik, Praktiken von Inklusion und Exklusion, wie etwa am Beispiel der Bürgerrechte, soziale Rechte, Sozialpolitik, habe ich bereits erwähnt. Ich finde es spannend, dass am Anfang der akademischen Karriere eine Figur stand, die jetzt auch in unserer Reihe schon mehrfach erwähnt wurde, am Anfang ihrer akademischen Karriere, in der sich ja so diese verschiedenen Stränge kreuzen, das soziale Engagement, der Feminismus, die Geschlechtergeschichte und eben die russisch-schweizerischen Begegnungen, nämlich Rosa Grimm, über die Brigitte Studer ihre Lizenziatarbeit damals geschrieben hat. Ihre Dissertation dann in Lausanne über die Komintern und deren Schweizer Sektion wurde 1994 publiziert als unter dem Titel Un Parti sous influence, le Parti communiste suisse, une section de l'Internationale, die Jahre 1931 bis 1939. Und das hat, wenn ich das so sagen darf, dann eben so eine längere Leidenschaft für dieses Thema des transnationalen Kommunismus begründet. Verschiedene internationale Forschungsprojekte, Tagungen resultierten daraus und mehrere ganz wichtige Studien über Kommunismus und die Epoche des Stalinismus. 2 möchte ich ganz besonders hervorheben, die zu Konstruktion und Arbeit am Selbst herausgegebenen Bände in der Zeit des Stalinismus, die eigentlich so einen Referenzwerkcharakter haben für die neuere kulturgeschichtliche Stalinismusforschung. Das eine ist Parler de soi sous Stalin von 2002, herausgegeben mit Berthold Unfried und Irene Herrmann.
und das andere stalinistische Subjekte, Individuum und System in der Sowjetunion und der Komintern 1929 bis 1953, 2006 herausgegeben mit Heiko Hamann. Und dieses Jahr quasi dann hat sich eben der Kreis geschlossen und das synthetische Werk zur Komintern liegt nun auch aus der Feder von Brigitte Studer quasi druckfrisch auf Englisch vor. Ich lasse das mal kursieren, dass Sie einen Blick reinwerfen können. Und damit ist von meiner Seite genug gesagt. Ich freue mich auf den Vortrag. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Einleitung. Ich bin auch sehr dankbar, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es ist ja schlussendlich bald mal Weihnachten und man hat ja auch viel anderes zu tun. Also ich möchte nicht lange jetzt eine Einleitung machen, sondern direkt zur Sache kommen, zur Verflechtung der Sowjetunion mit der Schweiz in den ersten 20 Jahren der Existenz der Sowjetunion. Nun eben in diesen ersten 20 Jahren der Existenz der Sowjetunion gab es sehr widersprüchliche Reaktionen auf die Sowjetunion. Die bolschewistische Revolution hatte ja weitreichende Sozialreformen eingeführt. So den 8-Stunden-Tag, dann eine Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslosenversicherung, Frauenstimmrecht, was auch ein Novum war, dann die Festschreibung der Gleichstellung der Geschlechter im Gesetz. Sie führte auch die Zivilheirat ein und liberalisierte das Scheidungsrecht. Auf wirtschaftlicher Ebene nationalisierte die Sowjetunion die Banken und die großen Industrien. Nun, es blieb natürlich vieles auf dem Papier, aber gleichwohl repräsentierte die Sowjetunion eine Form der Moderne. Eine Form der Moderne, die den einen als Modell galt und den anderen als Anti-Modell. Man kann sagen, dass die Sowjetunion für links und für rechts als Projektionsfläche für die eigenen politischen Szenarien, Wünsche und Ängste dienten. Ein Teil der Linken sah in der Sowjetunion ihr Vaterland, während andere sich kritischer dagegen verhielten. Und für die bürgerliche Seite galt die Sowjetunion weitgehend als Bacillus. Als Bacillus, der sich auszudehnen drohte, was man aber mit allen Mitteln verhindern musste. Nun, die Repräsentation der Sowjetunion war stets umstritten. Es gab kaum eine neutrale, objektive Stellung dazu. Also die Deutung der Sowjetunion war stets hochpolitisch. Wenn sich auch mit der Zeit ein Modus vivendi zwischen den kapitalistischen Ländern und der Sowjetunion ergab, also bis zur Allianz im Zweiten Weltkrieg, so blieb das Verhältnis doch stets gespannt und von Misstrauen gesäumt. Das heißt aber nicht, dass es keine Beziehungen gab. Unter dem Begriff der Entangled Modernities, also der verflochtenen Modernen, Entangled Modernities, hat die Geschichtswissenschaft in den letzten Jahren auf die vielfachen Kontakte, Transfers, Verflechtungen zwischen dem Westen und der Sowjetunion in der Zwischenkriegszeit hingewiesen. Und ich möchte in meinem Vortrag folgende zwei Punkte behandeln. Im ersten, also die Sowjetunion als Feindbild, das werde ich etwas kürzer behandeln, da geht es eigentlich eher um die bürgerliche Seite. Und dann das zweite, die Sowjetunion als alternative Moderne. Und da sehe ich eigentlich drei verschiedene Attitüden, drei verschiedene Wahrnehmungen gegenüber der Sowjetunion, also Utopie, Heterotopie und Dystopie. Ich werde das dann auch noch weiter ausführen. Ich beginne also mit dem ersten Punkt, die Sowjetunion als Feindbild. Und Sie sehen hier schon auf dem Plakat für die Nationalratswahlen von 1919, was man sich da vorstellte unter einem Bolschewiki.
Nun, das Bild des ehemaligen Zarenreiches war von Anfang an wenig ausgewogen. Das zeigen schon die Berichte des interimistischen Schweizer Vizekonsuls Friedrich Sutter aus Moskau in den Jahren 1918 bis 1919. Sutter sah in der bolschewistischen Machtübernahme den Untergang der abendländischen Kultur. Die neuen Machthaber und vor allem ihre Mitstreiter waren in seinen Augen schlicht Kriminelle. Und diese versuchten, durch bezahlte Agenten die ganze Welt ihrem Regime zu unterwerfen und alles niederzureißen. Nun, die Berichte Sutters bildeten in den Jahren 1918-19 neben denjenigen der Gesandtschaft in Petrograd eine der wichtigsten Informationsgrundlagen des Bundesrates über die Politik der russischen Revolutionäre. Nun, wie Sie ja wissen und vermutlich auch schon im frühen Vortrag gehört haben, war zwar der Bundesrat bereit zur Wahrung der Interessen der Russlandschweizer, im Mai 1918 Jan Berzin als bevollmächtigten Vertreter der russischen sozialistischen föderativen Sowjetrepublik in Bern offiziös anzuerkennen. Für die Schweiz standen damals die Fragen der Rückkehr der Russlandschweizer und die Repatriierung ihres Vermögens auf dem Spiel. Die Schweiz kam damit auch den Interessen, nicht nur ihren eigenen Interessen, sondern auch den Interessen des jungen bolschewistischen Regimes entgegen, denn die Bolschewiki waren damals diplomatisch isoliert. Aber nach dem Ausbruch des Generalstreiks hat der Bundesrat die Sowjetmission auch unter dem Druck der Entente-Länder, welche der sowjetischen Mission revolutionäre Umtriebe zuschrieben, nach 6 Monaten am 8. November 1918 ausgewiesen. Also die ganze Mission wurde mit Autos über die Grenze begleitet und ausgewiesen. Nun, dieses Ereignis prägte nachhaltig das offizielle Bild der Sowjetunion in der Schweiz. Ein Bild, das gekennzeichnet war durch einen äußerst starken Antikommunismus. Das wurde 1923 mit dem Konradi-Prozess in Lausanne ganz besonders deutlich. Nun, Moritz Konradi war ein Schweizer, dessen Familie nach Russland ausgewandert war. Er hatte sich auf der Seite von General Wrangel gegen die Bolschewiki gestellt, hatte also gegen die Bolschewiki gekämpft, war dann eben in die Schweiz zurückgekommen und hatte anlässlich der Konferenz von Lausanne im Mai 1923 den sowjetischen Gesandten Václav Worovsky in einem Restaurant erschossen. Nun, dieser Prozess wurde zu einem Prozess gegen den Kommunismus überhaupt. Konradi wurde freigesprochen. Und das schockierte das Ausland, weniger die Schweizer Medien. Übrigens, der Bundesrat Kurt Furgler hat in seiner Dissertation diesen Prozess nochmals aufgearbeitet und ist zum Schluss gekommen, dass also der Schuldspruch oder der Freispruch von Konradi nicht den rechtsstaatlichen Prinzipien entsprochen habe. Nun, interessant ist, dass der Verteidiger von Konradi Theodor Aubert war, der Gründer der Entente Internationale Anticommuniste, die ihren Sitz in Genf hatte und während der ganzen Zwischenkriegszeit ein wichtiger Aktor des Antikommunismus in der Schweiz darstellte. Die Schweiz war dann auch das einzige demokratische Land, das in der zweiten Hälfte der 30er Jahre die kommunistische Partei verbot, zuerst auf kantonaler Ebene und im Zweiten Weltkrieg dann national. Sie sehen hier bei diesem Plakat wiederum, also welche Vorstellung
welche Bilder man damals auf rechtsbürgerlicher Seite von den Bolschewiki hatten. Also diese Kontrastierung nicht der zwei Regime ist ganz aufschlussreich. Das Plakat ist von Genf und es geht damals um eben die Abstimmung über das Verbot der kommunistischen Partei im Kanton Genf. Nun, die Schweiz blieb ja bekanntlich bis 1946 ohne diplomatische Kontakte zur Sowjetunion, auch ohne wirtschaftliche Beziehung, dies trotz wiederholten Interventionen, die zwar meistens von sozialdemokratischer oder kommunistischer Seite kamen, aber nicht nur, um wenigstens die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern wieder aufzunehmen. Aber das geschah während der ganzen Zwischenkriegszeit und der Kriegszeit nicht. Man kann also sagen, dass trotz wirtschaftlicher Interessen letztlich die ideologischen Motive dominierten. Also als Negativfolie, ja als Feindbild war die Sowjetunion somit während der Zwischenkriegszeit stets präsent. Sie diente dem bürgerlichen Lager regelmäßig als politische Abschreckung gegenüber dem linken Gegner. Wobei mit diesem Antimodell weit mehr als nur die kommunistische Partei anvisiert war. Mit der Kennzeichnung als bolschewistisch konnten progressive Forderungen und Lebensmuster insgesamt delegitimiert werden. Allerdings muss man auch hinter die Fassade der offiziellen diplomatischen Beziehungen auf Regierungsebene und der politischen Rhetorik blicken. So lassen sich insbesondere humanitäre Kontakte zwischen den beiden Ländern erkennen. Die Schweiz und das revolutionäre Russland anerkannten nämlich während nahezu 20 Jahren gegenseitig einen Rotkreuzvertreter. Sutas Vorgesetzter, der Schweizer Botschafter in Petrograd, Edouard Odier, hatte nämlich nach der Februarrevolution den Russland-Schweizer Edouard Frick beauftragt, die zerbrochenen Verbindungen mit dem russischen Roten Kreuz wiederherzustellen. Also während die Schweiz einen Vertreter des russischen, also respektive sowjetischen Roten Kreuz in der Schweiz tolerierte, gewährte die Sowjetunion einem Schweizer Vertreter des IKRK in der Sowjetunion Aufenthalts- und Interventionsrecht. In der Schweiz war es der 1914 emigrierte Sergei Bagotsky, der sich schon 1917 für die Interessen der russischen Kriegsgefangenen im Westen engagiert hatte. Aber seit August 1918 hielt er als Vertreter des russischen Roten Kreuzes den Kontakt mit Sowjetrussland aufrecht. Und für die Schweizer Behörden erwies sich dieser Kontakt als so wichtig, dass sie sogar es ablehnten, im Dezember 1918 auf den Druck der amerikanischen Gesandtschaft zu reagieren, welche die Ausweisung Bagotsky aus der Schweiz verlangte. Also die Schweiz hat das nicht gemacht. Nun, wie Jean-François Faye kürzlich in einer imposanten Studie gezeigt hat, haben sowohl Waldemar Werlin, also das war der Nachfolger von Frick, also Waldemar Werlin in der Sowjetunion, als auch Sergei Bagotsky in der Schweiz, weit mehr Funktionen ausgeübt als nur ihre humanitäre Aufgabe. Jean-François Faye, ich glaube, Sie haben nach dem Namen gesucht, Faye, F-A-Y-E. Bagotsky, ja. Also, sowohl Bagotsky wie Werlin haben zahlreiche konsularische Funktionen übernommen. Bagotsky hat darüber hinaus während mehr als 10 Jahren die Rolle eines Kulturattachés gespielt.
zwar ohne Botschaftsadministration, aber ausgestattet ab 1925 mit den Mitteln der VOKS, also V-O-K-S, das ist das russische Kürzel für die sowjetische Gesellschaft für kulturelle Beziehungen mit dem Ausland. Ich komme dann nochmal auf diese Organisation zurück. Ich habe nur ein kurzes Schlaglicht auf die offizielle und bürgerliche Schweiz geworfen und möchte mich nun denjenigen politischen Kräften zuwenden, die zur Sowjetunion einen direkten Bezug hatten und auch intensive Beziehungen mit ihr pflegten. Das war natürlich die Kommunistische Partei und ihre Nebenorganisation oder sogenannten Massenorganisation. Aber es handelt sich auch um weitere Kreise, die sich in der Schweiz für das soziale und politische Experiment Sowjetunion interessierten. Ich komme also zu meinem zweiten Punkt, die Sowjetunion als alternative Moderne. Und ich sehe da für diejenigen, die für die bolschewistische Revolution Sympathien hatten, also zumindest anfänglich, also die sich auch für sie engagierten, drei verschiedene Haltungen gegenüber Sowjetrussland respektive der Sowjetunion. Die Sowjetunion als Utopie, die Sowjetunion als Heterotopie und die Sowjetunion als Dystopie. Also Heterotopie heißt eine anders situierte, lokal situierte Utopie, nicht hier, aber anderswo. Dystopie ist dann natürlich das Gegenteil, nicht die Utopie hat sich in ihr Gegenteil verkehrt. Es ist nicht mehr ein Wunsch, ein Traum eines Landes, eines Ortes, eines Systems, sondern es ist ein Albtraum. Nun, diese drei Wahrnehmungen sind zum Teil chronologisch, zum Teil überschneiden sie sich aber auch. Ich beginne mit dem ersten Punkt, die Sowjetunion als Utopie, und habe Ihnen hier noch sozusagen zur Einstimmung ein Gedicht von Liesel Bruckmann hier aufgeschrieben. Liesel Bruckmann war eine Schweizer Kommunistin, die auch recht viel Gedichte geschrieben hat. Und Sie sehen also diese Bedeutung der Sowjetunion für die Wahrnehmung der Linken in der Zwischenkriegszeit. Ja, für die Linke brachte die russische Revolution, also die Oktoberrevolution, die zweite Revolution, in der Folge eine von Lenin und den anderen bolschewistischen Führern erwünschte organisatorische Spaltung. Die Gründung der Kommunistischen Internationale, kurz Komintern, im März 1919 geschah zwar noch in einem fast intimen Rahmen, also es waren aber auch zwei Schweizer schon dabei, Fritz Platten für die SP-Linke, für die Sozialdemokratische Linke, und Leonid Kascher für die Gruppe Forderung. Nun, die Bolschewiki erwarteten damals, dass die Revolution in Deutschland und von da an in anderen Ländern nur noch eine Frage von Wochen und Monaten sei. 1919 posaunte daher Grigori Sinowjew, das war der erste Präsident der Komintern sogar, ich zitiere ihn: In tollem Tempo saust das alte Europa der proletarischen Revolution entgegen. Und, so fuhr er weiter, nach einem Jahr wird ganz Europa kommunistisch sein. Zitat Ende. Nun, diese utopische Zielsetzung war keineswegs auf die Bolschewiki begrenzt. Die Idee der kommenden Weltrevolution und des dahinter stehenden groß angelegten Human- und Gesellschaftsprojekts wurde von den linksradikalen, später kommunistischen Gruppierungen des Westens geteilt. So verkündeten die beiden am ersten Kongress anwesenden Schweizer: Wir glauben an den Sieg der proletarischen Revolution und mit Enthusiasmus blicken wir nach dem Osten, wo unsere russischen Kampfkameraden bereits die Macht an sich gerissen haben. Nun, ein Jahr später, im Sommer 1920, fand der zweite Kongress der Komintern statt,
Die Zeichen standen immer noch auf revolutionäre Zuversicht. Seit dem Gründungskongress hatte sich der kleine Kernbestand mit dem Beitritt einer Reihe großer sozialistischer Parteien substanziell vergrößert. Aber die Bolschewiki setzten damals ihre ganze Hoffnung auf eine Revolution in Deutschland. Von da aus sollten dann eben, so wie im Dominoeffekt, weitere Revolutionen folgen. Der Kongress wurde also einberufen, denn es eilte, das zeitliche Opportunitätsfenster begann bereits sich zu schließen, was den Zeitgenossen aber noch kaum bewusst war. Die Reisebedingungen damals waren schwierig. Trotzdem kamen 217 Delegierte aus 37 Ländern und vertraten 67 Organisationen. Es schafften es zwar nicht alle rechtzeitig nach Sowjetrussland zu kommen. Viele mussten wegen des noch nicht beendeten Bürgerkriegs umständliche Reiserouten wählen, auch weil ihnen, das war die einfachste Reiseroute über Berlin, die deutsche Regierung ein Visum verweigerte. Und man muss auch bedenken, dass Sowjetrussland und Polen sich damals im Krieg befanden. Aus der Schweiz kamen 5 Delegierte. 2 davon haben Memoiren verfasst und ihre Reise festgehalten. Das war zum einen der Neuenburger und ehemalige Pastor Jules Imbert-Rot. Er erzählt, wie er zu Fuß in Basel mit einem Schlepper, das war ein Basler Genosse, über die Grenze nach Lörrach ging. Das konnte er erst, erst im zweiten Mal. Und von da an dann mit dem Zug nach Berlin. In Berlin hielt er sich 12 Tage und Nächte in einem Zimmer versteckt, aus Angst vor Verhaftung. Und dann endlich klappte die Weiterreise, und zwar dank einem gecharterten Schiff durch die Sowjetmission in Berlin. Mit diesem Schiff fuhr er von Stettin nach Reval, schließlich mit dem Zug nach Petrograd, und da unterdessen der Kongress schon angefangen hatte und von Petrograd nach Moskau disloziert worden war, fuhr er dann weiter nach Moskau. Nun, die Lebensbedingungen, die die Delegierten in Moskau vorfanden, waren miserabel. Die Industrieproduktion stand auf dem Tiefpunkt, also zum Teil erreichte die Produktion nur noch 10-20% der Kriegszahlen, die ja schon niedrig waren. Aber immerhin erhielten die Delegierten eine Sonderverpflegung. Das war aber, wie Walter Bringolf notierte, das ist der zweite Schweizer, der Memoiren hinterließ, keineswegs nach schweizerischem Gusto. Also die schweizerischen Ansprüche waren da nicht erfüllt. Allerdings für die Delegierten waren die materiellen Bedingungen sekundär. Sie galten ja als vorübergehend. Schließlich ging es um nichts weiteres als um den Aufbau einer neuen Welt. Und da kümmert man sich nicht darum, ob das Essen gut oder schlecht ist. Für viele Delegierte war es auch das erste Mal, dass sie so weit gereist waren. Die Atmosphäre war elektrisiert, wie andere Erinnerungsschriften sagen. Sie vibrierte von erwartungsvoller Spannung und heftigen Diskussionen. Und die Delegierten hatten auch Gelegenheit, zahlreiche kulturelle Veranstaltungen zu besuchen. Walter Bringolf, der, wie Sie ja vielleicht wissen, auch später als Schaffhauser Stadtpräsident sich sehr stark für die Kultur engagierte, er war sehr interessiert an diesen kulturellen Veranstaltungen. Er besuchte die Tretjakow-Galerie. Er besuchte eine Aufführung von Gorgis Theaterstück Nachtasyl, also es war auf Russisch, er konnte kein Russisch, aber er konnte offenbar das Stück auf Deutsch auswendig und konnte so der Aufführung folgen. Er sah eine Aufführung von Carmen und ein Sommerkonzert, das ihn ganz besonders beeindruckte, denn die Moskauer Symphoniker spielten ohne Dirigenten. Also es war eines der Demokratisierungsexperimente zur Zeit des Kriegskommunismus. Nun, der Schweizer Delegierte der kommunistischen Jugendorganisation Siegfried Bammerter
blieb nach dem Kongress direkt in der Sowjetunion und arbeitete für die Komintern. Dasselbe gilt für Jules Imbert-Rowe, allerdings nicht schon nach dem zweiten, sondern erst nach dem dritten Kongress. Damals etablierte sich Imbert-Rowe in Moskau für rund 10 Jahre mit Frau und Kind. Also wir sehen personelle Verflechtungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion schon früh. Nun, solche personelle Verflechtungen gab es auf verschiedene Arten. Zu diesen zählten die eben behandelten Auftragsreisen von Schweizer Delegierten an die insgesamt 7 Komintern-Kongresse. Das betraf rund 30 Schweizer Parteikader, die an diese Kongresse delegiert worden sind. Es waren in der Regel auch dieselben, die an die 13 ECCI-Plenarversammlungen gingen, die zwischen 1922 und 1933 stattfanden. Diese Menschen blieben aber nur kurze Zeit in der Sowjetunion. Das schon mal im Unterschied zu denjenigen Schweizer und wenigen Schweizerinnen, die in der Sowjetunion eine Kaderschule absolvierten. Nach meinen Zahlen waren das etwas über 30 Personen, mehrheitlich Männer. Frauen sind nur 3 bis 4 auszumachen. Aber noch fester verbunden mit der Sowjetunion waren diejenigen Schweizer und Schweizerinnen über 20, die in der Zwischenkriegszeit für mehr oder weniger lang in Moskau im ECCI, also im Komintern-Apparat, arbeiteten und also auch dort in Moskau gelebt haben. Sie haben verschiedene Funktionen ausgeführt. Der schon erwähnte Imbert-Rowe hatte eine hohe Position, er war ECCI-Sekretär. Andere arbeiteten aber als Übersetzer oder Übersetzerinnen oder auch Archivare gab es, Schweizer Archivare. Und dann mindestens 15 arbeiteten als Emissäre. Das heißt, sie wurden auf Mission in andere Länder geschickt, also Aufträge der Komintern, um in anderen Ländern diese weiter zu vermitteln. Wählt mal eine Quersicht, so findet man für die Jahre 1935 bis 1936, also die bildeten einen Höhepunkt, so findet man damals 1935, 1936, es war einer der Höhepunkte, da waren gleichzeitig 12 Schweizer, Schweizerinnen in Moskau im ECCI-Apparat engagiert. Nun, wir haben also einen Personenaustausch. Dieser Personenaustausch funktionierte auch in umgekehrter Richtung. Es kamen auch ECCI-Vertreter in die Schweiz. Nach meinen Erkenntnissen waren es nicht weniger als 20 Emissäre und Instrukteure. Emissäre hatten mehr Verantwortung als die Instrukteure, die zwischen den Jahren 1922 und 1939, 1939 mit dem Krieg war das ja nicht mehr möglich, mit verschiedenen Aufträgen in die Schweiz reisten. Einige kamen zur Verstärkung in Krisenzeiten. Eine solche Krisenzeit war zum Beispiel nach November 1932, als nach einer Demonstration in Genf, wo die Armee, also eine Rekrutenschule, auf die Demonstranten geschossen hatten und es 13 Tote gab. Das war eine Krisensituation, wo die Kommunistische Partei der Schweiz reagieren mussten, Kampagnen lancieren mussten und sie hatte zu wenig Kader. Da wurden also Emissäre zur Unterstützung geschickt. Andere kamen zur Unterstützung der Jugendorganisation der Partei oder, aber das waren die meisten, hatten die Aufgabe, die Parteilinie zu kontrollieren oder sie wieder richtig zu stellen. Interessant ist, und das widerspricht jetzt den Stereotypen, es waren keine Russen dabei. Von der nationalen Herkunft findet man vor allem Deutsche, sehr viele Deutsche, dann Polen, Rumänen, Tschechen, Ungarn und mit Georgi Dimitrov auch ein Bulgare. Nun, diese Emissäre und Instrukteure kamen geheim, also ihre Missionen waren geheim. Sie kamen meist illegal über die Grenze mit falschen Pässen, unter falschen Namen und lebten illegal und versteckt in der Schweiz. Meist blieben sie nicht längere Zeit.
Wir haben also Begegnungen im offiziellen Auftrag und wir können sehen, dass dabei ein Austausch stattfand, ein Austausch von Wissen, Arbeitskraft, Kenntnissen, Direktiven, Materialien und nicht zuletzt auch Geld. Und ein solcher Austausch fand über die ganze Zwischenkriegszeit statt. Allerdings geschah dieser Austausch nicht stets unter utopischen Vorzeichen. Die Beziehung des Westens zur Sowjetunion transformierte sich über die Zeit. Mitte der 1920er Jahre war der revolutionäre Impetus in Europa verflogen. Die erwartete deutsche Revolution, und 1923 hatte die Komintern dazu ja auch einen Aufstand vorbereitet, diese erwartete deutsche Revolution war gescheitert. Ein Jahr danach machte Stalin mit seinem Motto des Sozialismus in einem Land, also in der Sowjetunion, die reduzierte Zielsetzung zum Programm. Der Sozialismus sollte nun in der Sowjetunion aufgebaut werden. Und Aufgabe der Kommunisten in der ganzen Welt war von da an die Verteidigung der Sowjetunion. Also revolutionäre Hoffnungen und Visionen einer gesellschaftlichen Transformation wurden von da an auf die Sowjetunion projiziert. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, meinem zweiten Ansatz, die Sowjetunion als Heterotopie, also die Utopie wird nun konkret lokalisiert. Es gab mit der Sowjetunion einen Ort, wo das Arbeiterparadies schon realisiert war oder zumindest im Aufbau war. Oder wie es die nicht-kommunistische Journalistin Elisabeth Tommen formulierte, die Sowjetunion war ein Land im Werden, ein Land, das wird. Und Sie sehen hier eine Ausstellung, die in Zürich stattfand, im heute Museum für Gestaltung, mit dem Plakat von El Lisicki. Und Sie sehen also hier diese modernen, die modernen Bauten und hier auch also mit dieser Doppelfigur, nicht die Idee der Gleichstellung der Geschlechter. Das war eine Ausstellung, die in Zürich mehrere Wochen gezeigt wurde, organisiert eben durch die Vogue, durch die Gesellschaft für kulturelle Beziehungen der Sowjetunion mit dem Ausland. Nun, die Sowjetunion wirkte bei der Verbreitung dieser Sichtweise propagandistisch kräftig mit. Ab der zweiten Hälfte der 1920er Jahre begann die Sowjetunion sich dem Ausland gegenüber zu öffnen. Allerdings gezielt. Die Kulturdiplomatie der Sowjets umfasste mehrere Sparten. Diese reichten von der Vermittlung sowjetischer Kulturprodukte, Film, Musik, Literatur, Malerei, Grafik bis zur Organisation von Bildungsreisen in die Sowjetunion. Nun beide Aufgaben, also Kulturexport und sozusagen Import von Ausländern in die Sowjetunion, beide Aufgaben wurden anfangs von der bereits erwähnten Vogue, also die 1925 gegründete Vogue, Gesellschaft für kulturelle Beziehungen der Sowjetunion mit dem Ausland, in Angriff genommen. 1929 kam aber dann noch mit dem staatlichen Reisebüro Intourist eine zweite Organisation hinzu, die dann Reiseorganisation und Betreuung von Ausländern in der Sowjetunion zum Teil übernahm. Zum Teil, weil die Arbeitsteilung zwischen diesen beiden Organisationen war in der Praxis schlecht organisiert und es gab oft Reibungen, wer nun welche Aufgabe übernehmen sollte, respektive wer welche bedeutende westliche Persönlichkeit betreuen durfte. Nun, die Liste der internationalen, aber auch Schweizer Künstler, Musiker, Wissenschaftler und so weiter, die nach 1927 in die Sowjetunion reisten, ist lang. Ich will sie nicht mit vielen Namen belangen, aber ein paar möchte ich doch nennen, unter anderem der Architekt Le Corbusier, der ja
Schweizer ist, auch wenn es viele Ausländer nicht wissen. Er fuhr 1928 in die Sowjetunion auf Einladung, dann wieder 1929. Oder der Dirigent Ernest Ansermet. Ansermet fuhr 1928, 1929, 1933 in die Sowjetunion. Oder der Berner Etruskolog Hans Mühlestein und seine Frau Anita, sie fuhren relativ spät, 1937. Also wir haben bedeutende künstlerische Persönlichkeiten, aber es gab auch Arbeiterdelegationen aus der Schweiz nach 1927. Das ist der Moment, als mit dem 10. Jahrestag der Russischen Revolution eben diese bewusste Politik der Anziehung von Künstlern und auch anderen Ausländer in die Sowjetunion begann. Es gab Arbeiterdelegationen, so eben zum 10. Jahrestag der russischen Feierlichkeiten, der Jahresfeierlichkeiten. Dann 1928 aus der Schweiz eine Spartakiade-Delegation. Die Spartakiade, das war eine alternative Olympiade. Die Olympiade wurde als bürgerlich angesehen und das waren also Arbeitersportler und Sportlerinnen. Dann gab es eine Straßenbahnerdelegation 1931 und dann auch andere Delegationen, die sich zum Beispiel mehr an Intellektuelle richteten, so 1932 eine marxistische Studentendelegation. Es gab nicht genügend marxistische Studenten, so konnte eben auch Elisabeth Tommen mitreisen, die keine Studentin mehr war, sondern schon längst Journalistin. Ja, in der Schweiz war die Intourist präsent, in Zürich durch das Reisebüro Hans Mais vertreten. Was mit Intourist neu war, das war, dass es nicht mehr nötig war, eine offizielle Einladung zu erhalten oder Teil einer Partei oder Gewerkschaftsdelegation zu sein. Es konnten nun auch Privatreisende in die Sowjetunion gehen. Und die berühmteste Privatreisende kennen Sie vermutlich, das war Ella Maillard. Ella Maillard, Genferin, Spitzensportlerin, sie fuhr 1930 in die Sowjetunion und dann nochmals 1932. Und da sie eben eine ausgewiesene Sportlerin war, gelang es ihr, sich einer Gruppe sowjetischer Alpinisten anzuschließen. Also eine Gesellschaft proletarischer Alpinisten, die, wie eben Eva Maurer gezeigt hat, die höchsten Gipfel des Kaukasus stürmten, was auch eine politische Bedeutung hatte. Aber Maya war eher unpolitisch. Aber sie reiste dann auch allein durch Turkestan, vor allem durch die Regionen Kirgisistan und Usbekistan. Ich habe zur Illustration ein paar Bilder von ihr hier, die sie gemacht hat und zum Teil eben auch gezeigt hat. Also das ist das Flugzeug, das sie genommen hat zwischen Taschkent und Samarkand. Sie sehen, und das sind ihre Taschen, nicht so schweres Reisegepäck. Ein weiteres Bild, das ist in Samarkand eben, das ist ein Prozess, dem sie offenbar beiwohnen konnte. Sie weist dann in ihrem Kommentar auf die Lenin-Büste hin, die sozusagen eben wie eine Ikone oder die Repräsentanten des Staates, um es ein bisschen säkularer zu deuten, eben bei diesem Gericht präsent war. Und die hier gerichteten Basmatschis, das waren Nationalisten. Basmatschis wurden wie oft als politische Gegner, als Terroristen bezeichnet. Es handelte sich um Nationalisten. Dann noch ein weiteres Bild von Ella Maillard auf ihrer Reise. Also Ella Maillard war eher unpolitisch. Sie interessierte sich für das Land, für die Möglichkeit der sportlichen Betätigung. Aber sie hielt nach ihrer ersten Russlandreise, Sowjetunionreise, Vorträge. Nach der zweiten Reise verzichtete sie aber weitgehend darauf, weil sie in der Öffentlichkeit sehr stark wegen ihrer Vorträge angefeindet wurde.
Es war so, dass Positionierungen gegenüber zur Sowjetunion sehr oft von antikommunistischen Kreisen bekämpft wurden. Ein weiterer dieser Privatreisender war der Zürcher Arzt Adolf Vögerli. Er auch war aus sportlichem Interesse in die Sowjetunion gereist, aber etwas später, 1935. Und er ging eigentlich mit negativen Stereotypen über die Sowjetunion und die Bevölkerung. Aber als er im Land war, wuchs sein Interesse und in der Schweiz zurück versuchte er mit Leserbriefen an bürgerliche Zeitschriften, Zeitungen, die seiner Meinung falschen Eindrücke oder falsche Wahrnehmung der Sowjetunion zu korrigieren, aber offenbar wurden seine Leserbriefe nicht gedruckt. Nun, Vögerli hat offenbar auch einen Film gedreht und Dias gemacht, die er an Vorträgen der Gesellschaft das neue Russland zeigte. Nun, diese Gesellschaft, das neue Russland, zählte zu den Organisationen, die in der Schweiz durch die Initiative Bagotskis gegründet worden waren, um die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Sowjetunion zu fördern. Das war übrigens auch der offizielle Name der Gesellschaft, das neue Russland. Die hieß eigentlich Gesellschaft für die kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen mit der Sowjetunion. Und die Gründung des neuen Russlands, das war der dritte Versuch, Bagotskis Intellektuelle zu sammeln. Und dies gelang ihm 1932 in Zürich. Da zählte die Organisation bis zu 200 Mitgliedern, während sie in anderen Städten nicht wirklich Fuß fassen konnte. Die beiden führenden Mitglieder waren der Schriftsteller Rudolf Jakob Humm und der Grafiker und Lehrer an der Kunstgewerbeschule Walter Rosshardt. Die Organisation deklarierte sich als überparteilich, doch ein großer Teil ihrer Mitglieder waren Kommunisten oder Linkssozialisten, wie etwa die Ärztinnen Minna Tobler-Christinger oder Paulette Brubacher. Es gab noch eine weitere Organisation in der Schweiz, die für bessere kulturelle Beziehungen mit der Sowjetunion sich engagierte. Das war der Bund der Freunde der Sowjetunion. Eine Organisation, die auf internationaler Ebene 1927 gegründet worden war, die proletarischer und parteinäher, also näher der kommunistischen Partei, als das neue Russland war. Es dauerte aber bis 1931, bis eine Schweizer Sektion entstand. Nun, gerade weil der erwähnte Vögerli ein kritischer Beobachter blieb, war er für die propagandistische Tätigkeit umso wertvoller. Denn die Gegenseite war nur zu schnell bereit, jede positive Stellungnahme für die Sowjetunion auf das Konto kommunistischer Indoktrination zu schreiben. Ich habe das ja auch schon kurz mit Meyer erwähnt. In der Westschweiz war es vor allem die Entente Internationale Anticommuniste, die regelmäßig gegen solche Stellungnahmen intervenierte, selbst wenn sie sich gar nicht auf die Politik bezogen. So etwa gegen gewisse Radiosendungen des Genfer Musikkritikers Alois Moser, in denen er über sowjetische Kommunisten sprach. Moser war ein regelmäßiger Musikkritiker für das Schweizer Radio. Er hatte eine russische Mutter, hatte selbst auch in St. Petersburg gearbeitet, aber dann in der Schweiz eben arbeitete er als Musikkritiker für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften. Und es gab immer wieder Interventionen, vor allem eben von Lodizhensky, das war einer der Verantwortlichen der Entente Internationale, gegen seine Radiokommentare, wenn sie sich auf Schostakowitsch oder so jemanden bezogen. Ja, was war der Effekt der kulturpolitischen Anstrengungen der Sowjets in der Schweiz? Das ist schwer zu beurteilen. Aus Bagotskis Berichten geht hervor, dass er bereits sehr froh war, wenn eine bürgerliche Zeitung, wie zum Beispiel die Basler Nationalzeitung, nur überhaupt etwas Positives über die Sowjetunion berichtete. Außerdem zeigt sich, dass das Publikum oft krude Vorstellungen
über die Kulturlosigkeit der Sowjetunion hatte. Und dass die Leute zu Beginn der 1930er Jahre mit Erstaunen reagierten, wenn man ihnen Bilder von modernen Städten und Bauten zeigte. Wir sind ein bisschen informiert über solche Versammlungen, dank einem Polizeispitzel, der die St. Galler Sektion der Freunde der Sowjetunion während 1935 bis 1936 beobachtete und oft solche Diskussionen auch protokollierte. So kann man lesen, anlässlich einer öffentlichen Versammlung im Dezember 1935, so wurden dem Referenten, das war ein kommunistischer Arbeiter, der 2 Jahre in der Sowjetunion gearbeitet hatte, etwa solche Fragen gestellt. Frage: Weshalb leben die Arbeiter in miserablen Hütten beim Dnjepr? Die Antwort war: Ich war dort. Es gibt dort auch schöne Wohnungen für die Arbeiter. Die nächste Frage: Wie kann er dort gewesen sein, wenn er doch in Baku gearbeitet hat, eben dieser Referent? Seine Antwort war: Wie jeder sowjetische Arbeiter hatte ich auch Ferien und konnte hingehen, wo ich wollte. Die nächste Frage: Weshalb lebt Litwinow in Genf auf großem Fuß? Also Litwinow, der sowjetische Außenminister, die Sowjetunion war ja 1934 dem Völkerbund beigetreten und daher auch in Genf präsent. Und eben, er war natürlich Außenminister, hatte auch einen gewissen Standard zu respektieren. Die Antwort war: Weshalb lebt Litwinow in Genf auf großem Fuß? Weil in der Sowjetunion auch die Arbeiter ausgezeichnet essen. Ja, der Export sowjetischer Kulturprodukte in die Schweiz erfolgte natürlich auch noch über andere Wege, die ich hier jetzt nicht im Detail aufgezeigt habe, wie die Filmdistribution. Die Filmdistribution über die Prometheus-Verleihfirma in Zürich, die zum Münzenberg-Konzern gehörte. Und die beiden Filmhistoriker Gianni Averre und Roland Cosandet schätzen, dass ab 1926-27, als die ersten Filme in der Schweiz eintrafen, bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges mehr als 50 russische Spielfilme in der Schweiz gezeigt wurden. Das sind also nur die Spielfilme, es gab auch Dokumentarfilme. Das war vergleichsweise wenig, auch wenn man damals das mit dem Import von amerikanischen Filmen vergleicht. Aber die Russenfilme, so sagte man, die Russenfilme galten als Kulturfilme wegen ihrer hohen und neuartigen Montagetechnik, eben Sergei Eisenstein, bekannt eben durch den Panzerkreuzer Potemkin. Man kann sagen, dass die Jahre zwischen 1928 und 1936 die Zeit waren, in der die Sowjetunion im Westen wohl am meisten positives Interesse bei Künstlern und Intellektuellen, aber auch Architekten und Ingenieuren fand. Zum einen wirkte die Attraktion der radikalen künstlerischen Neuerungen. Zum anderen zeigte die rapide Industrialisierung, die Monumentalbauten, die Modernisierung der Städte und ab 1929 die fehlende Arbeitslosigkeit. Man erinnert sich oder man weiß, die Wirtschaftskrise ab 1929 im Westen, das waren Zeichen einer vermeintlich alternativen, erfolgreichen, eines alternativen und erfolgreichen Wegs in die Moderne. Man kann davon ausgehen, dass die Sowjetunion als Gesellschaftsmodell in dieser Zeit Sympathien genoss. Mehr Sympathien genoss als der Kommunismus als politisches System. Wie gezeigt, reichte diese Sympathie zum Teil bis in bürgerlich linksliberale und intellektuelle Kreise hinein. Doch auch auf der nichtkommunistischen Arbeiterseite, bei der nichtkommunistischen Arbeiterschaft, gab es diese Differenzierung zwischen der Sowjetunion als Labor einer anderen Moderne und der Sowjetunion als Ort eines kommunistischen Regimes. Ich illustriere das mit
einer Stellungnahme, der Stellungnahme des Präsidenten der Arbeiterunion von Rorschach, der auf eine Anfrage der St. Galler Sektion der Freunde der Sowjetunion im März 1936 Folgendes schreibt: Wie sehr sich die Mitglieder um das Problem des Sowjetsystems auch im Unionsvorstande interessieren und den Aufbau des neuen Russlands begrüßen, können wir uns doch nicht entschließen, von der bisherigen Taktik der Begegnung kommunistischer Umtriebe auf dem Platz, also in Rorschach, abzukommen. Es tut mir leid, als ehrlicher und überzeugter Anhänger der sowjetrussischen Ideen Ihnen diese Absage mitteilen zu müssen. Aber andererseits muss ich jegliche KP-Politik, wie sie in der Schweiz betrieben wird, schärfstens ablehnen. Also man sieht hier, es wird differenziert zwischen dem Sowjetsystem einerseits und der kommunistischen Politik andererseits, von der sich die Sozialdemokraten der Schweiz eben scharf distanzierten. Nun, dieses Schreiben datiert vom März 1936. Aber im August 1936 fand der erste Moskauer Schauprozess statt. Er hatte verheerende Folgen auf das Bild der Sowjetunion, in der Schweiz aber mehr als in anderen Ländern. Nicht nur wegen der dominanten offiziellen Antikommunismus und der, wie gezeigt, 1937 einsetzenden Verbotsmaßnahmen gegen kommunistische Organisationen in der Schweiz, sondern überhaupt auch wegen der Schwäche der Kommunistischen Partei der Schweiz und der schon älteren und scharfen Abgrenzung der Sozialdemokratischen von der Kommunistischen Partei. Und damit komme ich zur dritten Wahrnehmung der Sowjetunion, die Sowjetunion als Dystopie. Also die Utopie hat sich jetzt in ihr Gegenteil verkehrt. Sie wird zum Albtraum. 1935 hatte die Sozialdemokratische Partei zwar noch ihr Verbot für ihre Mitglieder aufgehoben, den Freunden der Sowjetunion beizutreten, sodass die Organisation 1936 ihren zahlenmäßigen Höhepunkt mit beinahe 3000 Mitgliedern erreichte. Danach ging diese Mitgliederzahl aber wieder deutlich zurück. Das neue Russland hatte schon vorher an Gewicht verloren. Nun aber nach dem ersten Moskauer Schauprozess kündigte Rudolf Jakob Humm, das aktivste nicht-kommunistische Mitglied der Gesellschaft, öffentlich jede weitere Unterstützung der Sowjetunion auf. Und wenig später beschloss die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, künftig auf jede Anfrage zu irgendeiner Form von Zusammenarbeit mit kommunistischen Organisationen zu verzichten, und zwar diskussionslos. Und unterdessen hatte auch der Terror in der Sowjetunion auf die dort ansässigen ausländischen Kommunisten und Kommunistinnen Wirkung gezeigt, erfasste sie. Am schwersten betroffen waren die Deutschen, zahlreich, die dem Nationalsozialismus entflohen waren. Aber es wurden auch mehrere Schweizer vom Terror erfasst. Der bekannteste unter ihnen Fritz Platten, dann auch seine Gefährtin Bertha Zimmermann, sowie die Baslerin Lydia Düby, die eigentlich aus einer sehr aktiven und großen kommunistischen Familie kam. Eine andere Schweizerin, Sophie Kirschbaum, die in Moskau in der Komintern gearbeitet und dort im Zentrum einer Polizeiuntersuchung gestanden hatte, konnte im Mai 1938 noch mit viel Glück in die Schweiz zurückkommen. Und Jules Imbert-Rowe selbst, damals noch Schweizer Parteiverantwortlicher, kam nur haarscharf an der Repression vorbei. Im März 1938 war er als Berichterstatter an den dritten Moskauer Schauprozess gefahren, doch er erhielt zuerst kein Rückreisevisum. Das verschaffte ihm verständlicherweise schlaflose Nächte, Verhaftungen geschahen in der Regel in der Nacht. Er erhielt dann nach einem Deal, nämlich in der Schweiz,
gegen seinen ehemaligen Freund und Genossen zu schreiben, das Rückreisevisum. Ja, mein Fazit. Obschon die Schweiz bis nach dem Zweiten Weltkrieg weder diplomatische noch wirtschaftliche Beziehungen mit der Sowjetunion hatte, hatten die beiden Länder dennoch humanitäre, politische und kulturelle Beziehungen. Die Sowjetunion wurde zwar von der offiziellen Schweiz offiziell ignoriert, als Feindbild und Gegenmodell war sie aber in der Schweizer Politik sehr wohl stark präsent. Zudem tolerierten beide Länder die Präsenz eines Vertreters des Roten Kreuzes. Im Lauf der Zwischenkriegszeit gab es zudem stets weitere Formen von Beziehungen und Wissenstransfers. Das geschah erstens über personelle Kontakte. Auf der einen Seite gab es mehrere hundert Schweizer und Schweizerinnen, die sich in der Sowjetunion etablierten, dort arbeiteten oder sie einfach besuchten. Auf der anderen Seite gab es Reisen sowjetischer Kulturträger in die Schweiz. Ich habe das jetzt nicht erwähnt, aber ich möchte es hier noch sagen. Zum Beispiel kam 1929 Sergei Eisenstein zu einem Treffen der Avantgarde-Cineasten in die Schweiz, in La Sala, drehte dann in der Schweiz auch einen Film. Aber auch sowjetische Diplomaten kamen in die Schweiz bis zur Ermordung Wohodzkis 1922 und dann wiederum nach Genf mit dem Beitritt der Sowjetunion zum Völkerbund. Eine zweite Schiene dieser Kontakte geschah über kulturelle Kontakte, die sogenannten Russenfilme, aber auch sowjetische Architektur, Musik, Malerei, Literatur wurden in Schweizer Städten und unter Intellektuellen rezipiert. Ich muss aber sagen, dass dieser Kulturexport eher einseitig war. Es wurde nicht viel Schweizer Kultur in die Sowjetunion exportiert. Aber die Schweiz wurde von den sowjetischen Verantwortlichen durchaus wahrgenommen, wenn auch nicht immer so, wie sich die bürgerlichen Parteien dies sich vorstellten. So stammte offenbar von Dmitri Maniulski, Maniulski war der Mann Stalins in der Komintern, das viel kolportierte Bon mot, und mit diesem werde ich dann enden, also das Bon mot, wenn der Kommunismus in der ganzen Welt gesiegt haben wird, bin ich dafür, die Schweiz auszunehmen. Es muss ein Land geben, wo die Menschen sich vom Kommunismus erholen können. Zitat Ende. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen, fand ich sehr, einerseits sehr tiefgreifenden und andererseits auch unterhaltenden Einblick in die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Sowjetunion nach Zimmerwald und nach der Revolution. Gerne eröffne ich die Runde für Fragen. Sie haben ganz am Anfang von Schweizern in Russland gesprochen. Ich weiß nicht, ob die zurückkommen sollten oder was, aber wie viele waren das und was für Berufe waren das? Also Sie meinen jetzt die Schweizer, die noch zur Zarenzeit nach Russland emigrierten. Ja, also es waren mehrere tausend. Aus verschiedenen Regionen übrigens der Schweiz mit zum Teil regional fast spezifischen Berufen. Aus der Westschweiz kamen viele Gouvernanten und Lehrer, die in zaristischen russischen Familien mit etwas Vermögen die Kinder in Französisch unterrichteten. Neuchâtel war einer der beliebtesten Orte, weil das Französisch dort als nahe dem
Pariser Französisch oder Französischen Französisch galt. Dann gab es Zuckerbäcker, Konfiseure aus Graubünden, die Tessiner Architekten sind bekannt. Aus Bern waren es vor allem Käser. Also es sind verschiedene Berufe, es waren aber auch Tertiärberufe, die Bankiers und so weiter, die sich in Russland etabliert hatten und die nach der russischen Revolution ihr Vermögen, ihr Gut verloren hatten, nationalisiert wurden oder durch den Bürgerkrieg oder Krieg zerstört und die in die Schweiz zurückkamen. Humanitäre Kontakte angesprochen, du hast kulturelle Kontakte angesprochen. Gab es auch noch Beziehungen wirtschaftlicher Art? Also zu diesem Zeitpunkt offiziell ja nicht, weil das nicht offiziell. Es gab aber schon Abkommen, die zum Teil über Berlin liefen. Da gab es in der Tat auch Export von Schweizer Waren in die Sowjetunion. Das war aber offiziell eher tabuisiert. Dann gab es auch in den 30er Jahren mit der Krise die Emigration von Schweizer arbeitslosen Uhrenarbeitern. Es war allerdings ein Experiment, das nicht von Erfolg gekrönt war. Also die Etablierung und Akklimatisierung war schwierig. Die Uhrenarbeiter waren auf bestimmte Arbeitsweisen und Arbeitsdisziplin auch gewohnt, die in der Sowjetunion so nicht gegeben war. Und sie beklagten sich dann auch über viel Verschleiß und so weiter. Also die kulturellen Kontakte waren schwierig. Aber eben wirtschaftliche Kontakte gab es nur nicht offiziell. Ich würde gerne nochmal auf die Frage mit den Russland-Schweizern zurückkommen, weil ich mich das auch gefragt habe. Ein Teil dieser Rückkehrer pflegte ja immer die Verbindung quasi zur russischen Kultur weiter in Lesezirkeln und so weiter. Und ein Teil lässt sich sicher dann logischerweise auch aus der eigenen Erfahrung eher dem antikommunistischen Lager zurechnen. Aber gibt es auch so Berührungspunkte eigentlich zu diesen neuen Gesellschaften, wie eben Gesellschaft für das neue Russland und so weiter? Oder dass sich doch gewisse der Rückkehrer mit der Zeit irgendwo arrangieren konnten und auch ein Interesse zeigten an den neuen Verhältnissen? Mhm. Also die große Mehrheit der Russland-Schweizer, wie man sie nannte, war ganz klar im antikommunistischen Lager und auch Speerspitze des Antikommunismus in der Schweiz. Aber es gab auch Russland-Schweizer und zum Teil auch Russen, die in die Schweiz gekommen waren. Also Bagotsky ist natürlich so ein Beispiel, aber in der Westschweiz auch Rubakin, der Bibliothek eröffnet hatte und sich auch bei der Vorgängerorganisation des Neuen Russlands engagiert hatte. Dann in Lausanne Jean Reminkin, der auch nicht russischer, halb russischer Herkunft war. Alois Moser, den ich erwähnt habe, war ja auch, das war noch St. Petersburg, gearbeitet, war dann in die Schweiz zurückgekommen. Also man muss dann die Namen genau anschauen. Also ich kann das Buch von Feier empfehlen, der hat das sehr detailliert, wirklich sehr detailliert aufgearbeitet und sehr umfangreich. Ja. Sehr umfangreich, ich bin eben noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, weil es so umfangreich ist. Aber Sie finden es auch bei uns natürlich in der Bibliothek. Ja. Es gibt also während der Sowjetunion gab es ja auch oder das Radio Moskau. Und das wurde auch immer eingesetzt, um kulturelle Propaganda zu machen, Sprachkurse und so weiter. Wissen Sie, wann das begonnen hat? War das schon in dieser Zeit oder ist das erst später dann so geworden? Ja, also jetzt das genaue Jahr kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Es war auf jeden Fall schon in der Zwischenkriegszeit. Eine große Bedeutung hat es im Krieg erlangt und dann in der Nachkriegszeit, im Kalten Krieg. Aber ich muss sagen, ich kann jetzt nicht genau das Jahr sagen, aber es war schon damals ein wichtiges Propaganda-Instrument. Da haben auch etliche deutsche Kommunisten, die eben ab 33 in die Sowjetunion geflohen sind, Arbeit gefunden, auch wegen ihrer Sprachkenntnisse. Und da konnten sie eben als Vermittler
dienen. Das war ein wichtiges Propaganda-Instrument, das beide Seiten verwendet haben. Ich fand das Beispiel mit dem Orchester ohne Dirigenten sehr spannend. Und Sie haben ja dann auch von der Kultur, also von der Rezeption der Kulturproduktion gesprochen hier in der Schweiz. Und es würde mich interessieren, ob das eben nur sozusagen auf die Kultur-Kunst-Sphäre beschränkt war oder ob es beispielsweise auch im pädagogischen Bereich dann einen solchen Wissenstransfer gab, dass man versucht hat, Schulen mit anderen pädagogischen Konzepten zu gründen. Also das wurde die pädagogischen Initiativen, vor allem also mit diesen Straßenkindern, die wurden in der Schweiz durchaus rezipiert. Aber ob sie jetzt direkt so umgesetzt worden sind, das glaube ich eher nicht, weil jedenfalls in offiziellen Schulen wäre das nicht möglich gewesen. Jetzt wir übernehmen sozusagen sowjetische pädagogische Erziehungsmethoden aus der Sowjetunion. Es gab damals ja auch den Import sozusagen und die Adoption von anderen Reformpädagogiken, ich meine Montessori zum Beispiel, also das Interesse war da, aber jetzt kommunistische Schulen gab es nicht in der Schweiz, die das so umgesetzt hätten oder Kindergärten oder Waisenheime. Gut, dann bleibt es an mir, mich ganz herzlich zu bedanken bei Brigitte Studer für den Abschlussvortrag in unserer Reihe, bei Ihnen fürs Kommen, fürs Zuhören und Mitdiskutieren. Ich wünsche Ihnen allen einen entspannten Jahresausklang und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, nächstes Jahr sehen wir uns vielleicht wieder. Danke.